Hallo meine Lieben und recht herzliches Willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer. Ja, nach unserer geilen Erfolgsserie wollen wir das natürlich hier am vierten Spieltag gegen Jahn Regensburg fortsetzen. Ich bin gespannt auf das Spiel. Ich habe jetzt die Kommentatoren nochmal relativ leise angestellt, um mal zu gucken, wie das dann ist. Wir starten einfach mal ins Spiel und fertig ist. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen sehr leise. Ich werde die nach dieser Folge lauter stellen. Die sind jetzt schon verdammt leise. Ich höre das ja selber. Die sind ein bisschen sehr leise jetzt geraten. So, Werner. Nee, ist nicht schnell genug, kommt da nicht durch. Kani Celi. Oh, Torwart hält. Gut vom Torwart. War meiner Meinung nach ein Foul, aber egal. Nochmal Kani Celi, Torwart hält wieder. Glanzleistung des Keepers. Guter Schussversuch, aber Torwart hat gehalten. Werner. Zu kurz war die Ecke. Schade. Dann bleibt es weiterhin bei einem 0 zu 0. Der ist zu lang. So, Behrens über die Mitte. Ball runter auf Werner. Werner auf Carnicelli. Torwart hält. Auch wieder gut gehalten vom Keeper. Nochmal Carnicelli, wieder gehalten vom Keeper. Meine Herren, also, was hält der denn heute nicht? Gute Taten vom Keeper. Wir spielen jetzt mal den D-Zug und gucken, was dabei rumkommt. Ah, Torwart. Und der Nachschuss, Carnicelli. Nee, Kerk, Entschuldigung. Mein Fehler, Kerk mit dem 1 zu 0. Hier sehen wir es nochmal. Torwart konnte aber nicht halten. Kerk kommt irgendwie an den Ball und macht das 1 zu 0 in der Esprit Arena. Schön durch Kerk. Gut, konnte gut konzentriert, nicht abgeschaltet der Keeper. Der Keeper schon, aber unser Stürmer nicht. Und dann erzielt er sein erstes Saisontor. Qualifiziert sich damit bei mir sogar noch für. Auch wenn Vita wieder da ist für die Startelf oder zumindest für frühe Einsätze. Er ist ja noch sehr jung auch, aber eben von der Spielerbewertung halt noch nicht hoch genug, als dass ich ihn so gerne von Anfang an spielen lassen möchte. Oh, das war ein jemand faul, finde ich. Der Ball geht aber so oder so klar ins Aus. Damit Einwurf. Kurzer Einwurf auf Kerk. Ach, schade. Verteidiger war dran. Oh, jetzt aber wird's gefährlich. Drei verfolgen ihn, aber er schießt vorbei. Die beste Chance für
die Gäste und diese Chance verdaddeln sie dann. Das war echt schade für Regensburg, dass der Ball nicht wie gewünscht ins Tor kommt. Hätten sie gebraucht, diesen Treffer, aber es ist ihnen heute nicht vergönnt. Möwald legt raus auf Werner. Möwald legt den Ball raus auf Werner. Werner, aber Agassi ist schneller am Ball als unser Stürmer. Gut gerettet von der Verteidigung. Langer Pass, Versuch auf Werner. Der war zu lang, aber Werner. Werner auf Carnicelli. Carnicelli. 2-0. 28. Minute. Zweites Tor für ihn. Ihr könnt erstes für ihn in diesem Spiel. Zweites Tor für die Fortuna. Und jetzt nochmal. Werner legt den Ball quer auf Carnicelli. Tor ist frei und er platziert ihn sensationell in der Ecke. Keine Chance für den Keeper, dahin zu kommen. Und das ist dann das 2-0. Frage ist, können die Siegner, die Regensburger zurückkommen in dieses Spiel oder ist dieses Spiel entschieden? Das ist eigentlich die Frage, die sich hier jetzt im Stadion alle stellen. Wie wird es weitergehen? Wird das Spiel noch mehr Offensivdrang bekommen, auch von Seiten Regensburg? Regensburg heißt ja Regensburg. Ja. Oder bleibt dieses Spiel entschieden für die Fortuna? Das ist so ziemlich die Frage, die wir uns hier heute alle stellen. Oh, der Fernschuss von wieder Carnicelli. 34. Minute, 3-0 gegen die Regensburger. Sensationell gespielt. Da oben haben wir noch immer einen Banner gesehen. Alles für den Aufstieg. Das ist unser Ziel, Aufstieg. Unsere Fans haben es erkannt und feuern uns dementsprechend an für den Aufstieg. Und das tun wir natürlich auch, dafür spielen wir. Und die Chance für Regensburg, 3-1. Hier sehen wir es nochmal über die Seite mit der Nummer 7. Pass rein auf die 6, dann der gut platzierte Pass und der Schuss. Unser Torwart hat nicht damit gerechnet, unsere Verteidigung pennt und dann die perfekten Rezepte für eine Chance, eine hochkarätige Chance von Seiten Regensburgs. Ach, abseits Carnicelli. Da sehen wir es doch mal. Knapp, aber im Abseits. Da sehen wir mal die meisten Ballkontakte Carnicelli. Ach, schlechter Pass. Aber auch ein schlechter Pass auf Seiten auf Seiten von Regensburg. So, machen wir es nicht so kompliziert. So, Behrens. Ball runter auf Werner. Werner, viel Freiraum. Werner für die Flanke. Der Nachschuss, aber deutlich vorbei von Werner. Hier ist nochmal Werner. Behrens, glaube ich. Oder? Ja, Behrens, aber deutlich vorbei. Kein Verteidiger dran, damit Abstoß für Regensburg. Esposito im Zweikampfduell hat es gewonnen, aber Fortuna stand besser und wir standen schlechter. Siegen stand besser und damit hatten sie Ballbesitz. Ball geht zurück zum Keeper. Weiter Abschlag, aber wir bleiben im Ballbesitz. Und da ist Carnicelli 3.
Tore für ihn und 4 für Fortuna gegen Jan Regensburg. Boah, schön bitte. Da sehen wir es nochmal. Carnicelli in der Drehung schießt den Ball aufs Tor. Platziert ins Eck, keine Chance für den Keeper. 4:1. Also ein weiteres Mal spielen wir nicht zu 0. Aber dennoch gewinnen wir auch dieses Spiel. Oh, da rennen sich die Verteidiger über den Haufen. Ballball versucht lange auf Carnicelli, aber Schiedsrichter pfeift ab. 4:1 zur Halbzeit. Weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Carnicelli nach wie vor klar Torschützenkönig, auch in diesem Spiel und in der bisherigen Saison. Zumindest bis jetzt. Ball runter auf Loré. Loré auf Düker. Düker! Versucht Bradlow zu testen. Kein Problem für Bradlow. Gut drauf gegangen. Ball geht auf Werner. Zurück auf Eras. Auf Kerk. Ah, schlechter Pass. Ball geht raus auf die Flanke. Oh, das wird gefährlich. Das wird richtig gefährlich. Verteidiger ausgespielt. Der Offensivmann fast frei vor dem Tor. Läuft fast ins Aus. Und da war der Abschluss von Kwaschner. Aber kein Problem für Bradlow. Ball geht raus auf Kerk. Kerk auf Werner, aber leider zu hoch. Hier ist Werzag auf Tuell. Esposito gegen Kwaschner. Esposito gewinnt Werner. Werner ja hier bei uns auch einer der wichtigsten Ballbringer. Versuch auf unseren vordersten Stürmer, aber kein Problem, den nicht zu bekommen. Zu weit gespielt von Werner und zu hoch. Und damit bleibt das 5. Tor noch in weiter Ferne. Jetzt aber wieder die Chance für Regensburg zu kontern. Gute Möglichkeit, Ball auf Loré. Aber Leibold dazwischen. Eras. Eras mit dem Fehlpass. Wieder über rechts bei den Gästen. Und da ist der Ball im Aus. Abschlag. Bradlow macht ihn kurz auf Esposito. Kammerbauer steckt durch. Oh, und da war wieder der Fehlpass. Da verwarnt er ihn jetzt wahrscheinlich. Ja, verwarnt er Esposito. Nach, war er da reingegrätscht, nachdem der Ball schon gepasst war. De Santis, weniger erfolgreiche Attacken als, den Namen konnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr lesen. Ich war so auf die Zahlen fokussiert. Da geht raus auf Möwald. Möwald, auf. Oh, faul. Und mit der Hacke versucht Carnicelli ohne Erfolg. Carnicelli auf Werner. Ohne Glück, aber Ball im Aus, damit Einwurf. Leibold. Auf Carnicelli. Da rettet der Pfosten. Es ist nicht zu fassen. Wieder rettet der Pfosten die Regensburger vor dem nächsten Tor.
So ein Glück können doch nur die Regensburger haben. Es ist doch nicht zu fassen. Rettet der Pfosten vor dem sehr gut platzierten Schuss von Carnicelli. Ball auf Kerk. Kerk auf Werner. Aber Werner wieder Gott weiß wo neben das Tor gezimmert. Kerk nicht kein super guter Flankengeber. Da ja auch die oftmals schlecht platzierten Kopfbälle. Oh, getunnelt den Verteidiger. Möwald. Möwald versucht auf Carnicelli, aber der ist komplett dicht gemacht, kollektiv von der Verteidigung. Nochmal, Carnicelli. Weil jetzt zurück auf Eras. Werner. Carnicelli konnte nicht zum Abschluss kommen, war immer noch komplett kollektiv dicht gemacht. Eras wieder mit der Balleroberung. Kammerbauer. Auf Kerk. Kerk auf Werner. Werner. Endlich 77. Minute. Werner mit dem ersten Tor heute in der Partie. 77. Minute. Nach der Vorarbeit von Kerk. Sensationelle Flanke. Hier sehen wir es nochmal. Fehlpass. Eras holt ihn. Der Ball geht raus auf Kerk. Kerk rein auf den komplett außer Acht gelassenen Werner. Und der macht dann natürlich das Tor, ohne lange zu zaudern. 5:1 für die Fortuna. Ach, Kacke, da sind wir. Waren wir zu früh. Da war eine weitere Möglichkeit für Regensburg, aber sie schaffen es nicht, präzise Schüsse aufs Tor zu landen. Nochmal Schüsse aufs Tor. Düker nicht mal die Hälfte von den Schüssen, die Carnicelli aufs Tor gegeben hat, hat er geschossen. Der die Flanke auf Werner, aber nicht präzise genug. Ist, dass die hätte gefährlich werden können. Esposito im Kopfballduell. Wieder Esposito. Rettet wieder den Ball. Eras mit der langen, mit dem langen Pass auf Kerk. Ball wieder raus auf Kerk. Kerk auf Werner! Zweites Tor, 84. Minute, 6:1. Sensationell. Einfach nur Gold wert, dieser Pass. Wir sehen schon die Fortuna-Fans aus dem Häuschen. Dann sehen wir nochmal Rot-Weiß, alles auf Sieg. Alle freuen sich hier, Fortuna. Alle sind aus dem Häuschen. Von diesem Ergebnis der Fortuna, ihres Teams, ihrer Seele. Und wir wollen unsere Fans natürlich nicht enttäuschen und versuchen nochmal draufzusetzen. Carnicelli. Carnicelli versucht's, aber wird da fair abgeräumt. Fehlpass ins Aus. Leibold versucht's lang. Ball geht zurück auf Kerk. Kerk über die Seite. Kerk, der wurde abgefälscht. Wieder Ball ins Aus befördert von den Gästen. Haben große Angst vor unserem Fußball, wie man merkt. Schlechter Pass. Sehr schlechter Pass. Ball kommt wieder auf Carnicelli, wird wieder abgeräumt. Die gesamte Verteidigung konzentriert sich auf Carnicelli. Dadurch hatten alle anderen Spieler gute Chancen. Werner gleich zweimal. Und Carnicelli kam selber aber auch zweimal zu einem sensationellen Abschluss.
damit 6 zu 1. Düker in der 36. Minute trifft als einziger für Regensburg, der Ehrentreffer in dieser schweren Blamage für Regensburg. Dennoch haben wir uns gut gehalten, haben gezeigt, wie man Fußball spielt gegen die Regensburger. 55% Ballbesitz, 19 Schüsse, 15 aufs Tor, und die Regensburger haben nicht mehr halb so viele Schüsse überhaupt abgegeben. Fouls hatten wir eins mehr, zwei Eckstöße hatten wir, Pässe hatten wir auch insgesamt mehr, haben auch mehr Pässe gespielt, haben mehr Flanken gegeben, weniger Pässe abgefangen, zwei weniger, haben mehr Attacken und natürlich folglich der Torschüsse auch weniger Schüsse parieren müssen. Gut gespielt auf jeden Fall. Canicelli, beste Bewertung hier für ihn. Und ich bin sehr zufrieden. Erzgebirge Aue besiegt Braunschweig 3:0. Union Berlin 1:0 gegen Bochum. Dresden 1:0 Bielefeld. Duisburg 1:0 Ingolstadt. Düsseldorf 6:1 gegen Regensburg. Fürth 1:0 gegen Kaiserslautern. Rostock verliert 2:4 gegen Karlsruhe. Heidenheim 0:1 Darmstadt. Münster unentschieden gegen Osnabrück. Sandhausen 4:2 gegen Magdeburg. Und Nürnberg 1:0 gegen Holstein Kiel. Das Ergebnis zwischen Rostock und Karlsruhe natürlich sehr wichtig für uns. Wenn wir jetzt eine Tabelle sehen, setzen wir uns ab von Rostock. Aber Sandhausen hat gewonnen und sitzt uns dann jetzt mit 2 Punkten im Rücken. Bobby ist auf 59 gestiegen. So, Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. 5 Spieler zählen zu den Auserkorenen. So, Fortuna Düsseldorf. Siege in Folge. 5 Siege sind damit gemeint, sehr wahrscheinlich. Spielerstatus. Bradlow, Eras, Canicelli, Kammerbauer und Petrak sind weg. Vita ebenfalls ja auch noch für 2 Wochen raus. Da sehen wir jetzt auch Torjäger Canicelli mit 8, Werner mit 7 und Owen dahinter mit 5. Bradlow, der für die Nationalmannschaft nominiert wurde, gab von dem Kommentar ab: Ich bin sehr froh über die Berufung. Ich möchte mich bei meinem Verein bedanken, sie haben mich voll und ganz unterstützt. Natürlich haben wir das. So, meine Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, uns ein Abo da zu lassen. Und ja, bevor ich es jetzt vergesse, das zu sagen, Leute, ich habe ein Ziel gesetzt, wenn wir die 200 Abonnenten schaffen, 200 Leute, gibt es einen 8-Stunden-Stream. Ich wiederhole es nochmal, 200 Abonnenten auf unserem Kanal gibt es den ersten 8-Stunden-Stream. Welches Spiel, weiß ich noch nicht, da könnt ihr dann bei dementsprechender Gelegenheit drüber abstimmen. Zur Auswahl steht auf jeden Fall natürlich groß dabei World of Tanks oder eben, wie wir es hier sehen, Pro Evolution Zocker. Könnt ihr dann entscheiden, was ihr sehen wollt, Pro Evolution Zocker oder World of Tanks. Gebt das auf jeden Fall an alle weiter. 200 Abonnenten gibt es den 8-Stunden-Stream. Ich werde das auch nochmal in den anderen Let's Play-Reihen sagen, aber das auf keinen Fall vergessen, Leute. 8-Stunden-Stream bei 200 Abonnenten. Ich gebe euch mein Wort drauf. Wenn wir es schaffen und ihr euch für eins der beiden Spiele entscheidet, ihr werdet diesen Stream bekommen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich hoffe, wir schaffen die 200 Abonnenten schnellstmöglich. Dann darf ich 8 Stunden lang zocken und ihr dürft euch das 8 Stunden angucken müssen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.